Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in einem ultrageheimen Studio und ich habe heute für euch den Vision EQ XX mit dabei. Der soll die Elektromobilität revolutionieren und den möchte ich euch heute zeigen. Falls ihr also alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Wir dürfen ihn leider nicht fahren. Er hat aber eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometer. Ich werde ihn euch optisch zeigen und auch den Innenraum genauer ansehen. Bleibt jetzt gerne dran, dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Den werdet ihr auf jeden Fall nicht dort finden, denn wir haben jetzt hier ein Konzeptfahrzeug, was aber auch straßentauglich sein soll und sein wird. Anfang 2022 wird er eine Zulassung bekommen, heißt, er wird auch auf der Straße fahren, so wie er jetzt dasteht, was super spannend ist. Wir haben euch ja schon viele Konzeptfahrzeuge vorgestellt, unter anderem auch den Smart Hashtag One oder auch den Audi Sky Sphere. Schaut da gern vorbei, falls euch die näher interessieren. Jetzt sprechen wir aber über den und erstmal über die Optik. Bei dem Auto geht es darum, dass er aerodynamisch optimiert ist. Wir haben hier einen CW-Wert von 0,18, was richtig krass ist. Warum das so ist, werden wir gleich noch besprechen, aber erstmal geht es jetzt hier vorne um die Front und sprechen wir erstmal über die Leuchten. Schaut mit mir mal gemeinsam an, denn hier hat Mercedes sich was Tolles ausgedacht. Wir haben jetzt hier nämlich so kleine Sterne integriert, zumindest eine optische Reminiszenz an die Sterne. Natürlich auch EQ-typisch hier so ein durchgehendes Leuchtenband. Erinnert auch ein bisschen an den EQS, den wir euch ja vorgestellt haben. Hier vorne dann der Mercedes-Stern, sehr interessant, auch drauf gedruckt. Schaut da gerne mal ein bisschen genauer hin. Und ihr seht jetzt auch schon, wir haben jetzt hier sehr viele Luftein- und Auslässe und die haben alle Funktionen, die sind natürlich gut für den CW-Wert und nicht nur gut für die Optik. Hier vorne dann ein Lufteinlass mit Jalousien, die auf und zu gehen können, je nachdem, wie man die Kühlung braucht. Und der Kühlergrill ist ebenfalls geschlossen, hat jetzt hier noch so ein kleines Sternchen, ja, Signatur bzw. ein kleines Sternchenmuster, was einfach nochmal sehr, sehr schick aussieht. Und von vorne finde ich den super ästhetisch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den jetzt so findet. Luft geht hier rein, oben wieder raus. Wir schauen uns im Fazit dann noch genau an, wie der Luftstrom genau ist. Jetzt gehen wir in die Seite. Maße weiß ich leider nicht, aber was jetzt interessant ist, wir haben jetzt hier einen Akku, der in die Kompaktklasse passen soll. Heißt, der wird auch beispielsweise in den EQA passen, aber erstmal sprechen wir jetzt hier über die Optik. Wir haben jetzt hier ja eine sehr fließende Form, tropfenförmig. CW-Wert habe ich euch schon gesagt. Akku sitzt natürlich im Unterboden, gibt einen sehr guten Schwerpunkt. Und was jetzt interessant ist, der fasst jetzt 100 Kilowattstunden und hat nun einen Verbrauch von 10 Kilowattstunden. Was richtig krass ist, heißt, wir kommen damit 1000 Kilometer. Wir dürfen ihn heute leider nicht fahren, ich bin aber sehr gespannt darauf. Jan ist jetzt schon ans Heck gegangen, können wir auch noch gerne drüber sprechen. Wir haben jetzt hier eine Leuchte, die einmal durchgeht. Sehr schönes Leuchtendesign und so ein Loop, der hier nochmal runtergeht. Wir haben jetzt hier wirklich eine Tropfenform, hinten trotzdem im Coke-Design relativ breit ausgestellt. Und wenn wir uns jetzt noch die Räder anschauen, ist interessant, dass wir jetzt hier Magnesiumräder haben. Heißt, sie sind deutlich leichter und in den Felgen jetzt auch so Einlässe. In einem Roségold geschlossen. Aber auch durchsichtig, schaut da gerne mal rein, gibt dem Ganzen so ein bisschen Tiefe, aber eben auch den Vorteil der Aerodynamik. Ebenso Vorteil sind eingelassene Türgriffe, hier vorne haben wir einen, kann man hier auch ganz entspannt öffnen oder eben auch schließen, wir werden gleich gemeinsam nach vorne reinschauen. Und als nächstes schauen wir uns vielleicht hier vorne noch das EQX an, wir haben hier einen Lufteinlass. Hier oben die Reifen geht dann die Luft wieder rum und hier dann ein Luftauslass. Heißt jetzt alles eben, wie gesagt, aerodynamisch optimiert. EQX hier auch an der Seite. Und schaut euch mal die Spiegelkappen an, die sind super interessant. Da müsst ihr hier auf die Seite gucken. Denn die haben jetzt hier einerseits so eine kleine Öffnung. Sehr klein geformt, aber man kann trotzdem noch reinschauen. Finde ich sehr interessant. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Heck. Eine interessante Information vielleicht noch. Hier oben sind jetzt auch Solarpanels drauf, die sieht man jetzt noch nicht genau, ist wie gesagt noch das Concept Car, aber sollen bis zu 25 Kilometer mehr Reichweite bringen oder auch das Infotainment-System im Innenraum unterstützen, besprechen wir aber gleich noch.
Hack finde ich wirklich wunderschön und eine Besonderheit an dem Hack ist jetzt folgende, und zwar, ich gehe mal auf die Seite, der Diffusor unten lässt sich nämlich ausfahren, wenn man fährt. Ihr seht das jetzt, das ist ziemlich krass. Hierdurch dann eben aerodynamisch optimiert. Hier unten haben wir auch noch so roséfarbene Einlässe. Sehr, sehr schick, wie ich finde. Kann man aber eben auch wieder einfahren. Dann steht er auch wirklich deutlich schöner da. Funktioniert wie von Zauberhand. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Optik findet. Ich finde es ultra ästhetisch, dieses Auto. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Leuchten, wie gesagt, sind jetzt hier auch integriert in die Abrisskante. Und hier hinten natürlich auch nochmal der aufgedruckte Stern. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam in den Innenraum gehen. Den schauen wir uns auch als nächstes an. Batterie habe ich euch erzählt, die ist übrigens 50% kleiner und wiegt 30% weniger als die Batterie beim EQS. Wie gesagt, 100 Kilowattstunden. Der wiegt jetzt 1750 Kilo, Reichweite von 1000 Kilometer. Und was interessant ist, wir haben jetzt hier einen Heckantrieb, heißt der Motor sitzt hinten. Wir haben keinen Allrad als Option, würde auch zu viel Verbrauch führen. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam in den Innenraum gehen. Den würde ich auch gerne noch zeigen und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und erstmal ist natürlich interessant zu wissen, wir haben hier einen vollwertigen Viersitzer. Heißt, da hinten sind auch nochmal zwei Sitze, wo man jemanden mitnehmen kann. Es ist jetzt nicht nur ein Auto, was für zwei Leute konzipiert ist, sondern eben für vier, was es natürlich alltagstauglicher macht, plus eben auch routentauglicher. Leider können wir euch die Sitze da hinten nicht zeigen, das ist aktuell abgeschlossen, aber sie sehen quasi genauso aus wie hier vorne. Und interessant hier drin ist, dass natürlich alles ohne tierische Produkte hergestellt wurde. Wenn wir jetzt mal mit den Sitzen anfangen, sind die aus Kunstleder. Das Leder hier außen ist aus einem Kaktus, das hier innen ist aus einem Pilz, der innerhalb von zwei Tagen wächst, also sehr nachhaltige Produkte. Übrigens sehr sportlich geformt, sind auch ziemlich bequem. Was ich auch cool finde, hier unten haben wir jetzt die Fußmatte mit so einem Bambus, sehr hochflorig. Da kann man sich auch die Schuhe ausziehen und dann direkt hier fühlt man sich wie in so einem Wohnzimmer. EQXX Einstiegsleistung. Übrigens, dieses Material hier ist aus einem, ja, ist aus recycelten PET-Flaschen, heißt, es ist auch sehr nachhaltig. Ebenfalls in der Tür übrigens, oben haben wir das Mikrofaser, das Dynamica und ein großes Highlight für mich ist tatsächlich, ihr seht es da in der Mitte, Mikrofaser, das 3D bedruckt ist. Heißt, es hat so ganz viele Pins und je nachdem, von wo die Sonne reinscheint, hat man die eben in blauer Farbe oder eben in pinker Farbe. Übrigens gibt es die Ambientebeleuchtung auch noch in verschiedenen Farben, die zeigen wir euch auch gleich noch. Unten ist die Armauflage dann nochmal und da seht ihr jetzt auch sehr viele organische Elemente. Übrigens wurde dieses Auto auch so konzipiert, dass es nicht einfach, wie man es vom Autoentwickeln her kennt, dass alles genauso ist, wie man es früher gemacht hat, sondern man hat sehr auf biologische Formen geachtet, man hat sehr auf die Natur geachtet und lässt es eben fließen. Ich mache euch da ein paar Schnittbilder drüber, über einige Bauteile, die hier drin verbaut sind, die absolut anders aussehen wie alles, was man bis jetzt so kannte. Mittelkonsole ist sehr rundlich, hier sehr schmal, hier jetzt auch überall dieses Kunstleder. Hier haben wir dann auch nochmal so zwei Elemente, die ziemlich basic aussehen, die jetzt hier nach vorne gehen und hier jetzt auch nochmal, ja, drei Luftdüsen, die durchsichtig sind mit so einem Kupfer-Roségold, schon mega, mega schick. Lenkrad übrigens auch ein absolutes Highlight, unten abgeflacht, hier das Mikrofaser, hier unten dann auch nochmal das Kunstleder, hier auch wieder dieses schöne Muster und natürlich auch touchfunktionabel. Wir haben hier auch noch Schallpedal. Übrigens, vielleicht wird es hier insgesamt zwei Gänge geben, man weiß es noch nicht sicher, würde aber absolut Sinn machen, weil in niedrigeren Geschwindigkeiten würde man dann im ersten Gang fahren und in höheren Geschwindigkeiten eben im zweiten Gang, dass man eben eine längere Reichweite erreichen kann. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight und ihr seht es ja schon, EQS war gestern, wir haben jetzt den EQXX, dieses wunderschöne Display hier vorne. Schaut euch das mal an, ist das nicht krass? Man kann sich hier nämlich navigieren lassen und jetzt schaut mal, wie die Navigation aussieht. Die ist wirklich in 3D. Da werden auch so Daten wie beispielsweise Sonneneinfall und so weiter mit einberechnet. Man kann auch ans Auto ranzoomen und sieht halt eben, wo man dann entlang fährt. Das ist schon sehr, sehr schick. Das ist schon sehr, sehr auf den Fahrer ausgelegt. Jetzt schaut euch das mal an. Hier hat man dann eben eine ganze Stadt, sieht genau, wo man lang fahren muss. So verfährt man sich auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt würde ich mal sagen, Jan, kommt mal rein. Dann seht ihr das jetzt auch ein bisschen näher. Hier vorne habe ich dann übrigens die Anzeige der Geschwindigkeit. Hier unten seht ihr auch schon Estimated Range 1000 Kilometer. Wir sind echt gespannt, ob das dann irgendwann wirklich zu diesen 1000 Kilometer kommt. Ich bin schwer davon überzeugt. Hier habt ihr übrigens auch so einen Personal Assistant, der mit euch spricht. Diese Grafik mit den vielen Sternen. Und hier habt ihr jetzt auch, ja, eine Empfehlung. Wohin geht es jetzt zum Essen? Mit ja, Sternebewertung.
schauen wir doch mal, was das kann. Kann man sich genau ansehen, wie das dann dort aussieht. Das ist schon absolute Zukunftsmusik. Das ist echt richtig cool. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Könnt euch jetzt ja auch ansehen, was ihr jetzt als nächstes essen würdet. Ich würde wahrscheinlich dieses Gericht hier wählen. Jan, was würdest du wählen? Sushi wahrscheinlich? Sushi würde er wählen. Also das hier drin ist schon wirklich absoluter Hammer. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam rausgehen. Dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal ist die Frage, was ist das Grundkonzept vom Vision EQXX? Ja, es geht darum, dass man eben keine riesige Batterie hat, sondern eine, die effizient ist, die nicht zu groß ist und auch nicht zu schwer ist. Und man soll die Reichweitenangst, die ja viele noch haben bei der Elektromobilität, eben loswerden. Plus man hat eben nicht mehr so viel Angst, wenn es um das ständige Laden geht. Und genau dafür ist eben dieses Konzept-Car da. Und eine Sache möchte ich euch gerne noch zeigen, und zwar ist es hier vorne an dem iPad. Man kann jetzt hier nämlich ganz genau den Luftstrom sehen. Man sieht jetzt, hier geht die Luft rein, am Reifen vorbei und auch wieder raus. Man kann dieses iPad beispielsweise hier auch so rausnehmen und sich ganz genau eben ansehen, wo die Luft entlang geht. Das ist schon ziemlich spannend. Vor allem danke Mercedes, dass ich das jetzt heute mal erleben durfte. Und jetzt geht es natürlich darum, ab wann kann man den fahren? Das kann ich euch leider noch nicht sagen. Was aber super interessant ist, ist, dass Mercedes den jetzt ab 2022 zulassen möchte, also genau dieses Auto. Und dann soll der über 1000 Kilometer Reichweite haben. Was ihr jetzt auf jeden Fall machen solltet, ist unseren Kanal abonnieren. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!